Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur Chris Foss Food Show. Wir machen heute zusammen Schokopan und das ist ein japanisches, sehr fluffiges Weißbrot. Vielleicht haben ja einige von euch das japanische Tamago-Sandwich gesehen. Das ist im Prinzip das Brot, was man dazu braucht. Und da es bei uns nicht gibt, zumindest weiß ich nicht, wo es das gibt, dachte ich mir, wir machen es einfach mal selbst. Denn so schwer ist das gar nicht. Was brauchen wir dazu? Wir haben 625 Gramm Mehl. Dann habe ich hier 12 Gramm Salz und 30 Gramm Zucker. Gramm Butter, ungesalzen, 450 Milliliter Wasser, lauwarm, und wir nehmen Trockenhefe 2 Esslöffel. Wenn ich sie rausbekomme, die wir im lauwarmen Wasser auflösen, so dass die Hefe schon mal aktiviert wird. Einmal umrühren, dass sich alles auflöst. Und natürlich ganz wichtig, wir haben hier extra so einen Weißbrot-Container, Behälter. Kriegt ihr bei Amazon, Verlinkung unten wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's zur Zubereitung. Hier einfach unsere Küchenmaschine, Knethaken dran. Wir starten mit dem Mehl. Dann kommt unsere Salz-Zucker-Mischung dazu. Das Ganze verrühren wir jetzt erstmal, so dass es sich gleichmäßig verteilt. Nun geben wir die Butter dazu. Wichtig auch Zimmertemperatur, also weich. Und unser Wasser mit der Hefe drin. Von der Geschwindigkeit mal ein bisschen runter. Langsam dazugeben. Und das Ganze dann vorsichtig unterrühren, bis wir einen geschmeidigen Teig haben. Ich merke gerade, wir hätten eigentlich die Butter etwas später hinzugeben sollen erst, aber dann machen wir einfach noch ein kleines bisschen Mehl dazu, dass der Teig schön bindet. So, ihr seht sehr schön, wenn der Teig soweit fertig ist, dass am Rand im Prinzip nichts mehr schmutzig ist und der ganze Teig am Haken klebt. Das heißt, wir machen einmal aus. Und wir sehen schon, wie schön der Teig sich zieht. Jetzt müsste man mal erst die Butter dazu machen, aber mein Gott. Und ihr seht, der Teig lässt sich wunderbar ziehen. Nehmen wir ein bisschen Frischhaltefolie. Ich mache ein kleines bisschen Mehl noch über den Teig und über meine Hände. Denn ich möchte eine Kugel formen. Jetzt haben wir ein schönes Teigbaby quasi. Unten in die Form, dass es nicht anbackt oder anbappt, ein bisschen Mehl.
Und jetzt machen wir Frischhaltefolie drüber. Dann mache ich immer noch ein Tuch drüber und lasse es für eine halbe Stunde bis 45 Minuten an einem warmen Platz stehen und gären. So, die 45 Minuten sind rum. Wir sehen, er ist ein bisschen aufgegangen. Jetzt holen wir ihn raus, formen erneut einen Ball. Wichtig ist, dass wir im Prinzip die Gase, die sich jetzt gebildet haben, rausmachen. Ihr seht, es ist nicht so einfach. Aber das kriegen wir schon hin. So, wieder rein. Und wieder für eine halbe Stunde ruhen lassen. So lange, bis er sich verdoppelt hat. So, dann schauen wir mal, ob es was geworden ist. Ja, der ist wunderbar aufgegangen. Jetzt testen wir einmal. Mehl mit ein bisschen Finger, ein bisschen Mehl drauf. Und das Loch bleibt bestehen. Das heißt, er ist soweit fertig. Jetzt machen wir hier ein bisschen Mehl als Unterlage. Und holen den Kameraden raus. Das ist natürlich viel zu wenig für diese Form. Viel zu viel, meine ich. Deswegen wird das einmal portioniert. Und zwar machen wir jetzt 200 Gramm. Einmal. Und wir brauchen zwei Stück. Die beiden formen wir jetzt zur Kugel, legen die einmal ab. Ja, immer so nach innen reinrollen. Und decken die für weitere 10 Minuten ab. So, die 10 Minuten sind rum. Wir machen hier mal ein bisschen eine nicht klebende Oberfläche mit unserem Mehl. Auch ein bisschen was in die Hände. So, jetzt nehmen wir wieder unser Nudelholz, rollen das Ganze aus, bis wir ungefähr 1 cm dicke. Das rollen wir jetzt nochmal aus, bis wir etwa 1 cm erreicht haben von der Dicke her. Als nächstes schlagen wir es zweimal ein. So. Dann einmal so drehen. Und jetzt rollen wir es vorsichtig ein, dass wir quasi hier so eine Schnecke hinbekommen. Dasselbe machen wir mit dem anderen. Dann haben wir hier unsere Form. Die sprühen wir einmal mit Fett ein. So, jetzt kommt was Wichtiges, denn wir wollen es ja schön haben. Das heißt, das kommt auf die rechte und das kommt auf die. Nein, so rum, Moment. Das muss so rum reingelegt werden. So, auch schön in die Ecken rein. Das wird jetzt nochmal für eine halbe Stunde mit Alufolie bedeckt. Und dann geht's weiter. So, meine Lieben, es hat ein bisschen länger gedauert, aber dafür sieht es doch ganz gut aus. Das kommt jetzt für 35 Minuten in den Backofen. Da kommt noch hier dieser Deckel drüber.
Und dann sehen wir uns das Ergebnis an. So, Freunde, die 35 Minuten sind rum. Jetzt schauen wir doch mal, ob es was geworden ist. Handschuhe nicht vergessen. Und ich würde sagen, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Okay, so geht's nicht. Wie wir sehen, es ist leider nicht ganz so aufgegangen, wie erhofft. Das lassen wir jetzt nochmal so 10, 15 Minuten abkühlen und dann machen wir einen Anschnitt. Vielleicht täuscht die Optik ja, weil so sieht es ja schön aus von der Kruste, wenn man es hört. Hört sich es eigentlich auch gut an. Und es riecht auch sehr, sehr gut. Also vielleicht. Ja, vielleicht. Sehen wir gleich. So, Freunde, es ist ja ein bisschen ausgekühlt. Und jetzt schauen wir mal, wie es von innen aussieht. Man hört vielleicht eine schöne Kruste. Und innen drin eigentlich super saftig. Ja, das könnte mehr, bisschen mehr aufgegangen sein, aber wenn man mal sieht, schön elastisch. Und ja, ich würde mal sagen, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich probiere das Ganze. So schneide ich einfach mal eine dünne Scheibe runter. So sieht das Ganze aus. Dampft noch schön vom Aroma. Riecht es schon mal sehr gut. Jetzt mal die Kruste. Und das Innere. Auf jeden Fall sehr saftig. Und ich denke mal, wenn es jetzt so ein bisschen ausgekühlt ist, ist das echt sehr lecker. Und ihr seht, auch relativ einfach gemacht. Klar, es kostet ein bisschen Zeit, beziehungsweise die Wartezeiten, aber hey, fangt mittags damit an. Abends habt ihr es wunderbar fertig. Oder ihr könnt es natürlich auch über Nacht in den Kühlschrank oder auch dann, wenn ihr mehr Teig produziert, auch super in Form machen und einfrieren. Da passiert gar nichts. Ne? Da gibt's ein bisschen halt ein paar Sachen beachten, wenn ihr es wieder auftaut, aber. Mein Gott, ihr habt dafür immer relativ einfach frisches, leckeres Toastbrot. Und vielleicht geht bei euch der Teig ein bisschen besser auf. Vielleicht wisst ihr aber auch, was da falsch gelaufen ist. Wenn ja, kommentiert es mir doch bitte. Wenn ja, dann sagt es mir doch bitte in den Kommentaren. Es würde mich echt brennend interessieren. Und ich werde das jetzt lecker verzehren. Und ich werde es jetzt mir genehmigen mit ein bisschen Butter. Und je kälter es wird, desto besser wird es tatsächlich. Wow. Also Freunde, ich würde sagen, nachmachen, liken, teilen, abonnieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao, ciao.